Herzlich willkommen. Mein Name ist Nina Lobnik und wir schauen uns heute das Thema der Modellierung nochmal genauer an. Modellierung kann in vielen Bereichen sinnvoll und unterstützend sein. Überall, wo es um die vereinfachte Darstellung von Sachverhalten und dessen Zusammenhänge geht. Dafür gibt es eben auch verschiedene Modellierungsarten. In der Informatik verschiedene Diagramme. Je nach Aspekt, den man betrachten möchte. Wer ein Haus bauen möchte, entwirft zuerst sein Haus und lässt einen Architekten einen genauen Plan erstellen. Wer ein Spiel programmieren möchte, überlegt sich zuerst eine Geschichte, um die es in dem Spiel geht, welche Figuren, welche Fähigkeiten und Eigenschaften haben sollen und wie das Spiel überhaupt abläuft. Und vieles mehr. Im Kontext von Videos bedeutet das, bevor der Dreh eines Videos gestartet wird, überlegen wir uns, um was es in dem Video gehen wird, wer mitspielen wird und wie das Video ablaufen soll. Wir planen, wir modellieren also, bevor wir drehen. Um die handelnden Personen, wesentlichen Gegenstände und deren Verbindungen darzustellen, nutzen wir ein ER-Diagramm, Entity Relationship Diagramm also. Man nennt es auch Gegenstand-Beziehungsdiagramm. Für die Beschreibung der Szenen und des zeitlichen Ablaufs ist ein Aktivitätsdiagramm von Nutzen. Das wurde aber schon im vorhergehenden Video von Andreas Bolin und Marianne Rohrer besprochen. Wir sehen uns nun am Beispiel an, wie Modellierung helfen kann, ein Lernvideo zu planen und für die Produktion vorzubereiten. Das kann man übrigens im Unterricht genauso machen. Lasst uns ein Beispiel hernehmen. Wir möchten ein Video zu exponentiellem Wachstum drehen. Und da gibt es auch eine nette Geschichte. Die Legende um Sissa, den angeblichen Erfinder des Schachspiels, der vom tyrannischen König zum Dank einen freien Wunsch erhielt und sich Reiskörner auf einem Schachbrett wünschte. Und zwar auf dem ersten Feld ein Korn und auf jedem weiteren immer doppelt so viele wie auf dem davor. Also auf dem zweiten 2, auf dem dritten 4, dann 8, 16 und so weiter. Für die Planung eines Lernvideos interessieren wir uns hier zunächst vor allem für die handelnden Personen. Also, wer kommt vor, welche Rolle und andere Eigenschaften haben diese? Und wie stehen sie miteinander in Beziehung? Dies bilden wir in Form eines ER-Diagramms, eines Entity-Relationship-Diagramms ab. In unserem Beispiel sind die Hauptpersonen der Erfinder Sissa und der König. Zudem spielt das Schachspiel eine besondere Rolle. Und es gibt einen Wunsch, den der König gewährt. Die Figuren und Objekte stellen die Gegenstandstypen, sogenannten Entitäten, dar und werden in Rechtecke geschrieben. Hier können wir auch Handlungsorte mit einbeziehen, falls diesen im Beispiel eine besondere Bedeutung zukommt. Das könnte in unserem Fall das Schloss sein, in dem der König wohnt und in das Sissa eingeladen wird. Stehen zwei solcher Entitäten miteinander in einer Beziehung, es verbindet die beiden also etwas, dann werden diese mit einer Linie verbunden. Und die Beziehung in Form einer Raute dargestellt. Meist in Form eines Verbs. Bei uns wohnt der König im Schloss und Sissa wird dorthin eingeladen. Wir können auch Pfeile für die Leserichtung angeben. Welche Beziehungen sind sonst noch für die Geschichte für unser Video relevant? Der König liebt das Schachspiel, das von Sissa erfunden wurde und gewährt ihm deshalb einen Wunsch. Hier haben wir nur Beziehungen zwischen Personen und anderen Entitäten. Es kann aber auch Beziehungen zwischen zwei Objekten geben, wie beispielsweise in einer anderen Geschichte ein Schlüssel, der zu einer Schatzkiste gehören könnte. Des Weiteren können wir zu Entitäten, also unseren Rechtecken, auch Eigenschaften notieren. So ist der Name des Königs relevant, wie auch seine Herrschaft, die ja tyrannisch ist. Diese werden in Ellipsen geschrieben und mit der Figur oder dem Objekt verbunden. Und für das Schachbrett ist relevant, dass es eine bestimmte Anzahl an Feldern hat. Da dort die Reiskörner hinaufgelegt werden sollen. Das können wir mit den anderen Entitäten fortführen. Aber ich denke, euch ist das schon ausreichend klar. Macht man Modellierung im Schulunterricht mit SchülerInnen, so können diese ihrer Fantasie hier freien Lauf lassen. Sie können lustige Namen für die Figuren wählen, diese mit besonderen Fähigkeiten ausstatten oder speziellem Aussehen. Nun haben wir ein fertiges ER-Diagramm, das die wichtigsten Personen und Gegenstände sowie dessen Verbindungen übersichtlich darstellt. Außerdem sehen wir hier die wesentlichen Eigenschaften, die für die Geschichte oder dem, wozu wir die Modellierung verwenden, relevant ist. Es gibt auch andere Formen von Diagrammen, die hierzu verwendet werden können und ähnliche Aspekte darstellen. Ein Beispiel ist das Objektdiagramm. Dort werden nur die Objekte einzeln beschrieben, wie bei einem Steckbrief. Die Beziehungen rücken hierbei in den Hintergrund.
Dafür liegt ein stärkerer Fokus auf den Eigenschaften der Objekte und Figuren. Hier sehen wir, wie ein solches Objektdiagramm für unsere Geschichte aussehen könnte. Die Verwendung eines solchen Objektdiagramms kann für SchülerInnen oftmals einfacher sein, da ihnen Steckbriefe meist schon bekannt sind. Sie schreiben erfahrungsgemäß auch gerne Steckbriefe zu den Figuren ihrer ausgedachten Geschichten und sind dabei oftmals noch kreativer bei deren Beschreibung. Ob nun mit ER-Diagramm oder Objektdiagramm, wir erhalten eine übersichtliche Darstellung, wer und was im Lernvideo eine zentrale Rolle spielt. Es gibt aber noch einen weiteren Aspekt, der uns interessiert, und zwar, welche Szenen wird es im Lernvideo geben und in welcher Reihenfolge? Das ist für die Planung eines Videos wesentlich. Um dies darzustellen, nutzen wir ein Aktivitätsdiagramm. Hier umreißen wir die Szenen kurz textuell und können auch Skizzen hinzufügen. In diesem Diagramm haben wir auch eine zeitliche Abfolge, beziehungsweise legen wir diese hier fest. Das ist ja im ER- oder Objektdiagramm nicht der Fall. Wir beginnen immer mit einem vollen schwarzen Punkt. Von dort ausgehend folgen die Aktivitäten bzw. unsere Szenen. Mit Pfeilen wird der Ablauf festgelegt, welche Szene wann kommt. In unserem Beispiel beschreiben wir also den geplanten Ablauf unseres Lernvideos. Die erste Szene in unserem Video soll eine Vorstellung vom König sein. Danach folgt eine Szene, in der die Gehilfen des Königs Sissa einladen. Im Schloss findet dann ein Gespräch zwischen dem König und Sissa statt, in dem der König ihm einen Wunsch gewährt. Sissa äußert daraufhin seinen Wunsch, Reiskörner auf die Felder des Schachbretts gelegt zu bekommen und so weiter. Gegen Ende des Videos wird dann der mathematische Hintergrund mit Exponentialfunktionen erklärt, bevor die letzte Szene wieder ein Rückgriff auf die Geschichte ist. In der letzten Szene soll der Rechenmeister des Königs diesem aus der Patsche helfen, indem er vorschlägt, Sissa selbst die Reiskörner zählen zu lassen. Damit ist das Ende erreicht und wir kennzeichnen dies mit einem ausgefüllten schwarzen Punkt mit einem Kreis herum. Falls wir im Video interaktiv arbeiten wollen, zum Beispiel mit H5B, und dabei unterschiedliche Handlungsstränge abbilden wollen, können wir hier auch Entscheidungen modellieren, die den Ablauf der Geschichte und die gezeigten Szenen beeinflussen. Diese werden in Form einer Raute dargestellt. Wir könnten zum Beispiel nach der Wunschäußerung eine Entscheidungsfrage stellen. Was würdest du an der Stelle des Königs tun? Den Deal strikt ablehnen oder den Deal eingehen und dabei gar Sissa für seinen lächerlichen Wunsch auslachen? Dementsprechend folgen danach andere Szenen, zum Beispiel ein enttäuschter Sissa und ein Was wäre, wenn er doch angenommen hätte und Überleitung zu diesen Szenen. Wir könnten hier aber auch einen ganz anderen Verlauf der Geschichte mit eigenen Szenen beschreiben. Bei der Modellierung von Spielen ist dies oft der Fall. Dabei gibt es Entscheidungen, die große Teile des Handlungsverlaufs beeinflussen. Wie geht es nach der Modellierung nun weiter? Sind wir mit unseren beiden Diagrammen fertig, so geht es nun an die Vorbereitung der Videoerstellung. Was hierzu nötig ist, hängt sehr stark von der Art des gewünschten Videos ab. Möchten wir ein Stop-Motion-Video drehen, so geht es nun darum, Figuren, zum Beispiel aus Lego oder vom Playmobil, Hintergründe und Requisiten zu besorgen oder selbst zu zeichnen und zu gestalten. Hier kann kreativ gearbeitet und gebastelt werden. Es kann aber auch im Internet nach Bildern gesucht werden, die für das Bühnenbild, für Utensilien oder Figuren genutzt werden können. Dabei sollte aber darauf geachtet werden, dass die Bilder und Videos frei verwendet werden dürfen, um nicht gegen das Urheberrecht zu verstoßen. Dann geht es an die Erstellung des Videomaterials. Das heißt im Kontext von Stop Motion, das Erstellen von Fotos mit einer geeigneten App, die daraus ein Video erstellt. Dazu gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten. Als Beispiel sei hier die Stop Motion Studio App in der kostenlosen Version genannt. Was Stop Motion nun genau ist und wie man mit der genannten App Videos erstellt, zeigt euch mein Kollege Lukas Kofler im nächsten Video. Ihr werdet sehen, es ist im wahrsten Sinne des Wortes kinderleicht. Wir planen und produzieren solche Videos nämlich mit allen Altersgruppen. Sehr oft auch mit Volksschulkindern und SchülerInnen der Sekundarstufe 1. Zudem kann das Video vertont werden, indem Hintergrundmusik eingefügt oder dazu gesprochen wird. Es gibt aber noch weitere Arten von Videos. Lernvideos können auch mit der Kamera und SprecherInnen gedreht werden. Zum Beispiel vor einem Greenscreen, wie hier. Oder aber man verwendet bestimmte Software, um animierte Videos zu erstellen. Wie die Videos zum Thema Datenbanken aus dem Projekt INGO Informatik Grundlagen Online.
Solche Videoproduktionen sind aber aufwendiger und erfordern den Umgang mit Schnitt- und Videobearbeitungssoftware. Und damit bleibt noch zu sagen, viel Erfolg beim Ausprobieren und Planen und Erstellen eines eigenen Videos. Übrigens ein Hinweis zu unserem früheren Beispiel mit Sisa, dem König und den Reiskörnern. Habt ihr überlegt, wie viel Reis ihm zusteht? Mehr als im ganzen Königreich verfügbar. Weit mehr. Überraschend, oder?